Seit 10 Jahren tobt in Syrien ein blutiger Krieg. Dieser hat mittlerweile 13 Millionen Syrer zur Flucht gezwungen. Das Nachbarland Libanon, mit selbst nur 6 Millionen Einwohnern und einer Fläche vergleichbar mit Tirol, hat rund 2 Millionen davon aufgenommen. Hier angekommen leben viele Flüchtlinge unter schwersten Bedingungen. Viele der Geflüchteten müssen sich als Tagelöhner über Wasser halten. Ein Tag ohne Job bedeutet auch ein Tag ohne Essen. Auch medizinische Versorgung ist meistens unerschwinglich. Diese Menschen stehen also oft vor der Entscheidung zwischen Essen oder Arzt. Viele Kinder können aus finanziellen Gründen nicht zur Schule gehen und müssen arbeiten, um Geld zu verdienen. Shiham hat Glück im Unglück. Dank der Caritas kann sie eine Schule besuchen und ist diesem Schicksal entgangen. Auch während Corona können wir in die Schule gehen und lernen. Zu Hause ist es schwierig und Internet können wir uns nicht leisten. Als mein Bruder letztes Jahr ins Krankenhaus musste, hat die Schule die Krankenhausrechnung bezahlt. Eines weiß ich, wenn es diese Schule nicht gäbe, würden meine kleinen Brüder und ich, wie so viele andere Kinder auch, Blumen auf der Straße verkaufen. Ich bin glücklich, hier zu sein. Bildung ist Zukunft. Mehr als die Hälfte aller Flüchtlingskinder im Libanon können nicht zur Schule gehen. Wir Schülerinnen aus St. Joseph schauen nicht weg. Helfen wir gemeinsam. Hilf auch du.